Ihr seht den Freunde fürs Leben Bartok. Wir sind bei Teil 3. In dem geht es schwerpunktmäßig um mentale Gesundheit. Und bei mir immer noch Düzen Tekkal. Schön. Ja, gleich mal die erste Frage direkt auf die 12. Was sind denn deine Berührungspunkte, deine bisherigen mit mentaler Gesundheit und Depressionen? Ich glaube, dass ich damit aufgewachsen bin, weil als Jesidin, als Kurdin, als Frau in der Diaspora, als Eltern, die geflüchtet sind, ist das ein Bestandteil. Und ich komme schon auch aus einer Volks- und Religionsgemeinschaft, die das Leiden gewöhnt ist. Und insofern gibt es unterschiedliche Biografien. Und ich habe auch Menschen in meinem engsten Umfeld, die von Depressionen betroffen sind. Und insofern kenne ich mich damit, glaube ich, ganz gut aus. Du hast mal in Bezug auf deinen Aktivismus gesagt, es geht darum, keine Angst zu haben und nicht zu tabuisieren. Wie wendest du das im Bereich mentaler Gesundheit an, diese Aussage? Kann man da eine Brücke? Eigentlich nicht. Eigentlich finde ich diese Fragestellung jetzt wieder schwierig. Ich würde sie jetzt heute anders, glaube ich, stellen. Ah ja. Es geht schon darum, Angst zu haben. Okay. Weil Angst eine ganz wichtige Eigenschaft, ein Gefühl ist, weil es auch eine Wachsamkeit bedeutet. Und das müssen wir uns auch erlauben, Angst zu haben, um richtige Entscheidungen zu treffen. Ich finde es nur wichtig, nicht zu verharren in der Angst. Also, dass die Angst dein Verhalten nicht dominiert. Aber sie zuzulassen, ist für unsere Arbeit wahnsinnig wichtig. Wir haben mit mächtigen Gegnern zu tun, mit Unrechtsregimen, mit Despotien beispielsweise. Und da braucht man auch ein Störgefühl, da braucht man auch ein Gefühl für eine Grenze, wie weit man gehen kann und wie weit nicht und was das Handeln und das Gesagte für Konsequenzen hat. Also insofern glaube ich, dass Angst sehr, sehr wichtig ist. Die Frage ist nur, wie lösen wir Ängste auf? Und da versuchen wir sozusagen Maßnahmen zu entwickeln, um da gegenzuhalten. Angst ist ein Mittel, das vornehmlich eingesetzt wird von despotischen Regimen, von Terroristen. Das heißt, um diese Angst, die gepflanzt werden soll, den Wind aus den Segeln zu nehmen, muss man sie erstmal für sich annehmen? Man muss sie annehmen, aber nicht in sich hineinlassen. Sonst vergiftet man sich. Ja. Im Grunde genommen geht es um Entgiftung. Also du musst im Grunde genommen Maßnahmen entwickeln, Teflon-Maßnahmen, dass du es mental schaffst, dass diese Angst nicht durchdringt. Denn das ist ja das Ziel von Terror, dass dieser Samen der Angst sich bei dir einpflanzt. Und wenn du Angst hast, bist du ja gelähmt. Das ist ja wie wenn du ohnmächtig bist. Dann kommst du auch nicht ins Handeln. Gelingt mir das immer? Nein. Es auch passiert auch mir, dass manchmal der Angstsamen reingeht. Und dann ist es wichtig zu entgiften. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen. Und eine wichtige für mich ist, Angst teilbar machen. Verstehe ich. Ja. Also ganz konkretes Beispiel. Wenn wir bedroht werden, dann kann man das für sich behalten, aber die Angst wird größer. Oder du legst es offen und bekommst plötzlich eine Armee der Solidarität, die sich hinter dich stellt. Und damit hast du den Prozess auch entgiftet. Und wir mussten lernen, mit Ängsten umzugehen. Für uns ist das keine neue Kategorie. Ich merke in einer individualisierten Gesellschaft wie Europa, die auch friedensverwöhnt ist, was gut ist. Die natürlich ganz anders konfrontiert ist von solchen Gefühlen. Aber wir kennen das ja nicht anders. Also unsere heile Welt in dem Sinne gab es ja nie. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass wir tieferes Wissen entwickelt haben, wie wir mit Ängsten umgehen. Und für mich als Frau, das ist auch noch mal etwas, was ich teilbar machen will, ist etwas, was ich meinen Freundinnen zurufen will. Immer dann, wenn es um was geht, wird es sehr unangenehm. Gibt es ganz viel Widerstand. Aber eigentlich in der Nachbetrachtung sind das genau die Momente, auf die es ankommt. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, nicht schreckhaft zu sein, sondern sich auch in den Wind zu stellen. Ich muss immer an Pippi Langstrumpf denken, der Sturm wird stärker wie auch. Ja. Also das ist etwas, woran man auch wachsen kann tatsächlich. Und Angst sollte uns nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Ist Aktivistin zu sein ein 24/7-Ding? Es gibt jetzt Leute, die sagen, nein. Ich finde, es geht nicht anders. Also ich kann nicht schlafen gehen und dann sagen, jetzt bin ich keine Aktivistin mehr. Sondern selbst wenn ich das versuche, manchmal versuche ich mich selber auszutricksen. Heute ist Wochenende. Dann passiert irgendwas. Dann war es das mit dem Wochenende. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem Freizeit brauchen. Das ist es nicht. Es ist, also Aktivismus ist eine Lebenshaltung, glaube ich. Okay. Und trotzdem heißt das nicht, dass ich 24/7 erreichbar sein muss. Sondern es geht darum, wie man Zeit auch einteilt tatsächlich. Aber dann, wenn was getan werden muss, auch da zu sein. Ich kann
wenn jemand abgeschoben werden soll und der Flug in Frankfurt gechartert wird, nicht sagen, heute ist Samstag, ich kann nicht. Das kann ich nicht. Das habe ich von meinem Vater. Ja. Also bei meinem Papa war das auch immer so. Auch bis heute, selbst als der mal operiert worden ist, kurz vor der OP hat er noch irgendwas geklärt. Und das ist in einem drin. Ich musste eher lernen, trotzdem auch mal zu sagen, heute nicht oder jetzt gerade nicht. Aber es geht schon immer um alles und es geht um viel. Machen sich deine Eltern, deine Familie, machen die sich manchmal Sorgen, dass du dein eigenes Leben zu sehr verlässt für deinen Aktivismus? Ja, ja, machen die sich. Und das formulieren sie auch. Und das ist für mich eine ganz wichtige Spiegelung. Also ich glaube, dass mir das extrem geholfen hat in den letzten Jahren. Weil ich auch zu meinen Schwestern manchmal sage, wenn wir dann wieder in diesen Dynamiken sind und Gegensatzspannung und Anfeindung, sage ich immer, ganz kurz mal innehalten, stopp. Wie geht's uns gerade bei dem, was wir tun? Weil wenn es uns nicht gut geht, haben wir was nicht verstanden. Also ich will, dass wir trotzdem, auch wenn das krass klingt, obwohl wir uns mit so heftigen, leiderprobten Themen auseinandersetzen, wir nicht im Schmerz sind, sondern wir müssen in unserer Kraft sein, um das sozusagen auch umzusetzen. Was nützt es uns, wenn wir dabei draufgehen und auch unseren Menschenrechtsthemen, dann haben wir was nicht verstanden. Mhm. Es geht nicht darum, sich zu verausgaben und tatsächlich auch nicht darum, sich so wichtig zu nehmen. Sondern ich versuche eigentlich immer so zu handeln, wie ich das gerade tue, nämlich wie Menschen, die jetzt gerade keine Stimme haben, keine Hörbarkeit haben, die im Foltergefängnis von Evin sitzen, wie Narges Mohammadi, wie müssen wir uns verhalten, damit sie davon profitiert? Und diese Frau kriegt jetzt den Friedensnobelpreis. Also es gibt nicht nur Negativität. Die schafft es sogar, aus einem Foltergefängnis laut zu sein. Ja? Und das sind meine Vorbilder, ganz klar. Und das kann man ja potenzieren ins Unendliche. Und zum Beispiel dann an einem Samstag auf den Markt zu gehen, Zeit zu verbringen mit seinen Neffen und Nichten, um die Pommes und die Currywurst zu streiten, was weiß ich, sich Blumen zu holen, die Natur zu genießen, das ist für mich mittlerweile unabdingbar. Also ich habe was nicht verstanden, wenn ich das nicht mehr schaffe. Also meine Welt darf nicht dunkel werden, nur weil ich mich mit dunklen Themen auseinandersetze. Weil dann muss ich meine Berufung hinterfragen. Und das ist auch etwas, was ich teilbar machen will, weil ich finde, dieses schlechte Gewissen, das ist ja ein Riesenthema gerade. Dass Leute sich dann die Frage stellen, darf ich das? Ja, natürlich darfst du das. Oder wer da draußen kann dir denn erzählen, du darfst das nicht? Ich will ein anderes Beispiel nennen. Ich habe einmal in den Anfängen meines Aktivismus was geteilt, da habe ich ein Getränk in der Hand gehabt und irgendwie liebe Grüße. Und dann hat mir jemand geschrieben, also hat mich extrem beschimpft und hat gesagt, wie kannst du dieses Foto teilen, während unsere Leute im Schmerz sitzen? Wie kannst du nur? Und dann habe ich dieses Foto gelöscht und im Nachhinein habe ich gedacht, und wie kannst du dabei lachen, hat er mich noch gefragt. Und dann im Nachhinein habe ich so gedacht, das hätte ich nie löschen dürfen. Und das habe ich ein einziges Mal gelöscht und nie wieder. Wenn jemand mein Lachen nicht erträgt, dann ist er das Problem, nicht ich. Ja, also ich werde jetzt nicht schlecht gelaunt durch die Welt rennen, um meiner Kompetenz als Aktivistin sozusagen noch mehr Ausdruck zu verleihen. Mhm. Dann haben wir Aktivismus nicht verstanden. Ja. Sondern wir möchten Lebensfreude vorleben. Trotz leidgekoppelter Themen. Aber das muss ja dann auch bei dir ein Prozess gewesen sein. Ne? Ja. Die Erkenntnis und die Umsetzung, da liegt ja bestimmt auch noch mal einiges dazwischen. Ja, harte Arbeit vor allem. Ja. Ganz harte Arbeit und Spiegelung. Also man kann ja noch so reflektiert sein, man hat trotzdem eigene blinde Flecken. Klar. Und das ist ein Familienproblem bei uns. Mhm. Also ich merke es auch an meinen Schwestern. Wir haben sehr viel Funktionierkultur zu Hause vorgelebt bekommen, aber wenig Achtsamkeit und Selfcare. Und Wertschätzung. Auch untereinander, füreinander. Und da sage ich immer wieder, Mädels, wir müssen an uns arbeiten. Also wir spiegeln uns ja auch permanent. Und wir haben uns auch professionelle Hilfe geholt, wo wir das Gefühl hatten, dass wir mit Mediatoren noch mal ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene in den Austausch gehen können. Und wir haben viele Jahre lang Probleme damit gehabt, unsere Freude teilbar zu machen, Erfolge sichtbar zu machen, weil uns irgendwie beigebracht worden ist, das darf man nicht. Und weil immer Ausnahmezustand war und Öffentlichkeit bedeutete für uns Gefahr. Dass das jetzt genau das Gegenteil geworden ist, muss man psychologisch in seinem Framing erstmal hinkriegen. Weil das sind ja so epigenetische, archaische Muster, die dem zugrunde liegen. Und dieses Gefühl immer, darf ich das? Also ich kenne dieses Gefühl, ich kenne auch Peer Pressure. Aber das überwunden zu haben, ist, glaube ich, eine unserer größten Stärken. Und das merke ich auch an den Rückmeldungen, die wir immer bekommen, dass es ganz viele Frauen und Männer da draußen gibt, die sagen, ey, weiter so. So, ich traue mich noch nicht ganz, aber ihr motiviert mich so ein bisschen. Und ich merke das auch an meiner Schwester Thülin, die eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben spielt.
weil sie jemand ist, die in die Lebensfreude geht. Und ich habe sie dafür früher verurteilt. Und heute verurteile ich mich dafür, dass ich sie verurteilt habe, weil die war schon viel schlauer als wir. Okay. Und sie hat gesagt, es ist kein Verbrechen, Spaß zu haben im Leben. Und stolz zu sein und was zu erreichen und was zu bewegen und sich auch was zu nehmen, was einem zusteht. Das kriegen wir Älteren nicht so gut hin wie sie. Und da hat sie eine ganz wichtige Eigenschaft für uns. Und sie bringt Menschen zum Lachen. Das ist das Schönste gegenwärtig, ja? Diese Leichtigkeit, die sie reinbringt. Und sie hat mich da auch irgendwie ein bisschen gerettet, würde ich sagen. Also auch so gespiegelt. Und ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich so durchgeackert habe, dass ich am Wochenende fertig war. Und da habe ich gedacht, nee, Leute, das kann es doch nicht sein. Nee, hilft auch niemand. Nee. Im Zuge dieser professionellen Hilfe, die ihr euch geholt habt, an welchen Stellschrauben wurde denn da beispielsweise gedreht? Das hat tatsächlich sehr viel mit Identität und Sozialisation zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Was ist der schöne Teil, den wir mitnehmen? Mhm. Und was ist der toxische, den wir beerdigen? Also, welcher Teil nützt uns eigentlich gar nichts mehr? Und auch die Welt nicht so problembehaftet zu sehen, wie wir in dem Moment empfinden, weil wir so angegriffen werden, sondern den Blick umfassender zu gestalten und auch zu realisieren, dass wir Projektionsfläche sind beispielsweise und wir vieles eben gar nicht annehmen müssen, um trotzdem in unserer Kraft zu bleiben. Und sowas und so ganz viel. Und auch Geschwisterbeziehungen untereinander. Wie gehen wir auch mit Mitarbeitern um? Wenn wir so viel von uns verlangen, können wir dann überhaupt sozusagen das einfach 1:1 adaptieren? Wo sind da die Grenzen? Also auch mit in Supervision, zum Beispiel die Menschen, die bei uns sind. Ich finde es immer ganz interessant, wenn dann Leute sagen, wir kriegen unsere Mitarbeiter nicht motiviert. Bei uns ist genau das Gegenteil. Also wir müssen wirklich... Wir sind grenzenlos, was schon eine Herausforderung ist, die Mitarbeiter auch. Und da arbeiten wir jetzt gerade daran zu gucken, okay, Ruhe, wie kriegen wir das hin? Also sozusagen in diesem Purpose trotzdem irgendwie Inseln zu schaffen, wo die Leute auch runterkommen können, weil jeder das Recht dazu hat. Und das ist in so einer Menschenrechtsorganisation gar nicht so einfach. Also ich merke dann auch, dass ich ganz oft die Aufgabe habe für Spiritual Leading und auch ein Gefühl zu geben, hey, ich weiß, dass ihr im Schmerz sitzt, ich weiß, dass gerade euch alles um die Ohren fliegt, aber wisst bitte, wir kriegen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, auch wenn ihr die nicht unter den Kommentaren liest. Die kriege ich privat zugeschickt. Ja. Die will ich mit euch teilbar machen. Das ist relevant, was wir hier machen. Ne? Die Leute orientieren sich danach und nimmt es nicht persönlich. Also wir haben das ja gelernt in unserer Familie, aber ich kann das ja nicht von den anderen abverlangen, dass sie dieses Gen sozusagen mit in sich vereint haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass man so eine Denkschule vermitteln kann. Mhm. Wenn es darum geht, schwach zu sein, hat sich da dein Blick drauf geändert? Ja. Kannst du das besser? Ja, es ist immer noch ein Thema bei mir, weil Schwäche bei uns immer so knallhart bestraft wurde. Also auch bei uns zu Hause. Ich bin krank, markier nicht so rum. Mhm. Ich bin krank, ja, was heißt das jetzt? Willst du nicht zur Schule gehen? Nee, ja, okay, dann geh jetzt in die Küche, weil wir haben viel vorzubereiten. Alles klar, ich geh in die Schule. Also es ist schon so, dass wir sehr, wie soll ich sagen, streng aufgewachsen sind in der Beziehung. Mhm. Geht nicht, gibt's nicht. Ja. Funktionierkultur machen. Und dann zu sagen, hey, ich nehme mich jetzt mal raus oder ich bin jetzt auch mal schwach oder ich merke zum Beispiel, dass ich Probleme habe, meine Schwäche bei Geschwistern zuzulassen. Weil ich bin immer diejenige, die es weiß. Ich bin diejenige, die Stärke gibt. Ich bin diejenige, die Orientierung gibt. Und wenn ich dann mal schwach bin, möchte ich ja Geschwisterteile, die sagen, ich übernehme jetzt. Aber wir sind so eng miteinander, dass wir am Anfang, dass es bei uns so war, dass ich gesagt habe, mir geht's nicht gut. Und meine Schwester so, mir auch nicht. Ich so, nee, das nützt jetzt nichts. Wenn ich sage, mir geht's nicht gut, will ich von dir hören, mir geht's gut, ich übernehme. Und das passiert jetzt genau. Also das ist das geilste Gefühl zu sehen, wie jedes einzelne Geschwisterteil jetzt in seine Kraft geht. Ja? Und das war auch schon vorher so. Und das war ja früher immer so nach dem Motto, ja, sie und die Schwestern. Und jetzt ist es einfach sie, Tuna, Tuba, Tejan, Tülin. Mhm. Ja? Also wir sind alle unsere eigenen Persönlichkeiten. Ich bin kein Zufallsprodukt. Wir sind alle die Töchter und Söhne unserer Eltern. Und das ist etwas, was ich sehr genieße, weil ich jetzt merke, dass ich mich auch mal zurücknehmen kann. Also ich kann auch mal liegen bleiben. Und ich weiß, das geht weiter, weil 40 andere aufstehen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du es eben schaffst, dass du deine eigenen Sorgen und Probleme, deine privaten, überhaupt noch ernst nehmen kannst, vor dem Hintergrund, dass die Weltprobleme so groß sind. Und man will die ja auch nicht verharmlosen. Ne? Ja, also erstens, glaube ich, fällt es uns generell als Menschen schwer, sich mit den eigenen Problemen zu beschäftigen und vor allem die Urprobleme, die letzten Meter im Leben, vor denen wir auch nicht wegrennen können. Und es ist ja auch irgendwie ganz geil zu sagen, ich habe keine Zeit für meinen Stress.
und sich so wegtragen zu lassen. Mhm. Da tricksen wir uns aber selber aus meiner Sicht. Ich habe sehr, sehr gute Freunde und einfach ein tolles Netz um mich herum, auf das ich jederzeit zurückgreifen kann und wo ich dann auch getragen werde und gespiegelt werde. Ich habe ganz intelligente, tolle Menschen um mich herum mit großen Herzen und großer Menschlichkeit, die mich auch durchnavigieren. Ich bin kein Einzelprodukt. Bin nicht ich alleine. Es ist ein Wir. Und es sind Menschen, die nicht laut sind, die im Hintergrund sind, aber die wahnsinnig wichtig sind für meine Stärke, die ich vorne entwickle, weil ich Rückendeckung habe. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns auch als Gesellschaften noch mehr fokussieren müssen, dass wir diese positive Macht der Begegnung und das Zusammenrücken weiter gewährleisten können. Und dass wir nicht enden im Internet. Also auch dieser Psychokrieg der Digitalisierung, der löst auch sehr viel aus psychisch. Und irgendwann denkst du selber nur noch in Feindfreund. Das können wir uns nicht erlauben. Und die Konfrontation mit Menschen, die ist für mich sehr, sehr wertvoll. Und auch die Wertedialoge, die wir haben bundesweit. Heute sitze ich hier mit dir, morgen bin ich wieder an einer Schule mit jüdischen Kindern, mit palästinensischen. Wir reden über Weltthemen, wir reden über das, was uns bewegt. Das gibt mir Kraft. Mhm. Ja, das ist so etwas, was ich dann mitnehme. Und dann kann ich das auch wieder sozusagen einbinden. Und das zwingt mich auch immer wieder zur Reflexion und Differenzierung. Wie hat sich denn vor dem Hintergrund deiner Arbeit die Definition von Mitgefühl versus Mitleid geändert? Ja, dass es da eine ganz strikte Trennung gibt. Mhm. Ne? Dass das Mitleiden uns handlungsunfähig macht. Okay. Und dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen Mitleid und Mitgefühl. Und uns auch Mitleid macht uns auch blind, glaube ich. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, um in seiner Kraft zu bleiben, dass man diesen Unterschied auch kennt. Ich meine, du hast ja so gesehen ein Trauma vererbt bekommen durch die Geschichte deiner Glaubensgemeinschaft. Wie verarbeitet man denn geerbte Traumata? Ich glaube, da bin ich kein Einzelfall. Das Thema Epigenetik spielt eine große Rolle und es wurde viel zu lange unterschätzt. Ich glaube, dass man daraus Kraft schöpft. Also wir haben keine andere Wahl, als in die Heilung zu gehen und diesen Schmerz auch zu adressieren und zu zeigen, dass wir in diesem Schmerz nicht verharren müssen, sondern dass es Immunisierungsmöglichkeiten gibt, das zu überwinden. Das ist ja genau das, wofür wir stehen. Und ein Trauma vererbt zu bekommen, ist eine große Bürde und es wird nicht jedem gelingen, nach vorne zu gehen. Ich merke das auch in meiner ganz eigenen Familie, dass es ganz unterschiedliche Konzepte und Wege gibt, damit fertig zu werden. Da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir daran wachsen und dass wer nah am Tod ist, auch immer nah am Leben ist. Und dass ich zumindest von Anfang an ein Gefühl dafür bekommen habe, wie wertvoll Freiheit und Leben ist, weil es keine Selbstverständlichkeit war bei uns. Und dieser Wert, den erachte ich als sehr, sehr wertvoll tatsächlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Traumata auch besiegen kann. Und das heißt nicht, dass ich damit Depressionen wegreden will. Mhm. Aber ich habe das Glück und ich fühle mich wirklich vom lieben Gott oder wem auch immer gesegnet, dass ich ein Kraftzentrum habe, wo es, ich meine, ich habe vielleicht auch noch was vor mir im Leben, das kann sein, aber wo es zumindest bis jetzt so war, egal was mir passiert ist, in meinen dunkelsten Momenten, ist es nie schwarz geworden in mir. Sondern ich habe im Grunde genommen bei größten Entmenschlichungsprozessen, wo ich den Völkermord gerochen habe, ich kann es nicht anders sagen, wo ich Kindersoldaten, die 5 Jahre in IS-Gefangenschaft waren und entmenschlicht waren, ja, denen ich in die Augen geguckt habe, aber nichts mehr gesehen habe, das waren ganz herausfordernde Momente für mich. Das war bei der Befreiungsoffensive von Barus in Syrien. Selbst da habe ich es irgendwie geschafft, es zu verarbeiten. Ich sage das deswegen, weil das waren so Momente, Triggermomente, wo ich, als ich in Deutschland war, meine Schwestern auch gesagt haben, da ist was passiert, was dich verändert hat. Und du hast was gesehen, was du nicht mehr vergessen kannst. Aber es ist nie so gewesen, dass mich die Dinge um den Schlaf gebracht haben, was ich glaube auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Und eigentlich hat mir das Kraft gegeben, für diese Kids zu kämpfen bis heute beispielsweise. Oder deswegen haben wir diese Frauenhäuser und diese Empowerment-Kurse. Wir können uns nicht um alle kümmern, wir können auch nicht alle retten, aber wir sind in Verbindung geblieben. Und ich habe viele Freunde, die Depressionen haben und deswegen kenne ich den Unterschied auch. Und ich glaube, ich hatte depressive Verstimmungen, ja, das gab es mal zwischendurch. Aber da war immer ein Licht am Ende des Tunnels und ich weiß, was für ein Privileg das ist. Und ich glaube, dass ich daher auch die Kraft schöpfe, weil ich immer
dieses Licht, diese Hoffnung, dieser Optimismus, den kannst du nicht erzwingen, der ist da oder der ist nicht da. Aber in den größten, in den schrecklichsten Momenten, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die IS-Überlebenden denke, die ich begleitet habe, auch an den grausamsten Ort, wo der Völkermord ihnen widerfahren ist, wo sie Dutzende Familienmitglieder verloren haben, kann ich mich daran erinnern, dass wir Momente hatten, wo wir uns kaputt gelacht haben. Vielleicht war das auch Galgenhumor. Und das war etwas, wo ich gespürt habe, ey, Wahnsinn, wozu wir Menschen in der Lage sind auch. Ne? Und ich glaube auch, dass wir viel zu selten darüber reden, dass es auch gut gehen kann. Also wir erfahren dann natürlich immer von den Fällen, wo es dann schiefgegangen ist. Ja. Aber ich finde schon auch, dass es enttabuisiert werden muss, ganz klar. Ich glaube schon, dass da in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass immer nur die Leute über Depression oder depressive Verstimmung sprechen, die es geschafft haben. Die so doll darunter leiden, dass sie keinen Ausweg sehen, die bleiben stumm und still. Weil wir auch in so einer Gesellschaft leben und da müssen wir ein bisschen aufpassen, wo das auch so ein Add-on ist. Obwohl ich eine Depression hatte, bin ich wieder da und so weiter. Ja. Da müssen wir echt aufpassen. Und ich glaube, es gehört zum Leben tatsächlich dazu. Letzte Frage an dich. Worüber freust du dich in der näheren Zukunft? Worauf freust du dich? Es gibt so viel, worauf ich mich freue. Gute Antwort. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Ich freue mich auf, obwohl es noch ein bisschen hin ist, aber ich freue mich immer auf Weihnachten. Heile Welt, ich weiß nicht warum. Ich freue mich dann aufs Kochen. Ich freue mich, meine Geschwister zu sehen. Ich freue mich, dass wir was zusammen trinken. Ich freue mich, dass wir feiern. Ich freue mich, meine Eltern zu sehen, solange es sie noch gibt, Zeit mit ihnen zu verbringen. Es gibt so viel, auf das ich mich freue. Wirklich. Obwohl es wahrscheinlich ganz viele Gründe gibt, sich nicht zu freuen. Aber vielleicht ist das so ein bisschen das Ventil, dass es immer noch genug gibt, worauf ich mich freue. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Düsen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Schön, bei dir zu sein. Danke an euch fürs Zugucken bei diesem dritten Teil des Freunde fürs Leben Bar Talks. Wir haben aber auch noch einen vierten. Das ist Gesichtsgymnastik. Nicht verpassen.